Hey, hallo, mein Name ist Keep Supernova. Willkommen auf meinem Kanal bei einem weiteren Video aus der Welt der Wissenschaft. Heute zum allseits beliebten Thema Coronavirus. Ja, na, habt ihr auch schon Halsschmerzen, Fieber, Husten oder sonst irgendwas? Na ja, gut, ganz normal bei dieser Jahreszeit, ja. Aber jetzt bekommen wir es mit einem richtigen Profi zu tun, was das angeht. Es ist mal wieder soweit. Nach Schweinegrippe, Hühnergrippe und SARS und Ebola. Jetzt haben wir mal wieder was Neues. Das Coronavirus. Ja, da ist es. Ne? Schön. Corona, das kommt ja aus der Bedeutung des Wort Corona, also Krone, weil es so aussieht wie so Kronenspitzen oder wie oder was. Naja, egal. Ist ja auch wurscht. Soll sich nur nicht zum König der Krankheiten machen, dieses Scheiß-Drecksding, ja? Entschuldigung, ich will nicht beleidigend werden, aber zu einer Krankheit oder zu einem Virus muss man auch jetzt nicht gerade freundlich sein. Kurz die Symptome. Bei gesunden Menschen verläuft die Erkrankung in der Regel asymptomatisch oder mit milden, grippeähnlichen Symptomen, ja? Also zum Beispiel Husten und Schnupfen oder vielleicht auch mal Durchfall, ja? Oder Nierenversagen, Pneumonie, ich glaube, das ist so etwas ähnliches wie Blutarmut. Ah, ist egal, googelt selber nach. Ich habe jetzt keine Lust, das alles so zu erklären. Dieses Video soll hauptsächlich mein Hass auf diese ganzen Krankheiten mal deutlich zum Ausdruck bringen. Ja? Die Vertreter von diesem tollen Virus, ja, verursachen bei verschiedenen Wirbeltieren. Der Mensch gehört zu den Wirbeltieren, ja, zu den Säugetieren. Hahaha, Fun Fact. Und verursacht sehr unterschiedliche Erkrankungen. Coronaviren sind genetisch hochvariabel und einzelne Virenspezies können durch Überwindung der Atembarriere mehrere Wirtsspezies infizieren. Durch solche Artübertritte sind bei Menschen unter anderem Infektionen mit dem SARS-assoziierten Coronavirus, ja, dem Erreger der SARS-Pandemie, die im Jahr 2002-2003, oh, schon so lange her, sowie mit dem 2012 neu aufgetretenen Middle East Respiratory Syndrome, MERS, entstanden. Ja, schön. Und so weiter und so fort. Wie ihr in den Nachrichten bestimmt mitbekommen habt, hat das Ganze einen Ursprung anscheinend in China. Und die Chinesen machen da auch richtig ernst. Also zum Beispiel bei den Kaufhäusern am Eingang wird die Temperatur, also die wird bei den, nicht bei den Gästen, bei den Kunden die Temperatur gemessen und geprüft, ob Fieber vorhanden ist. Und ja, dann darf man nicht ins Kaufhaus, wenn man Fieber hat. Dann muss man wieder nach Hause. Oder kommt man dann gleich ins Krankenhaus? Keine Ahnung. Das Coronavirus ist anscheinend schon nach Deutschland, noch nicht anscheinend, das ist sogar bestätigt, nach Deutschland übergeschwappt. Zum Beispiel waren, ich glaube, zwei oder drei offiziell Infizierte in Bayern, die haben eine Fortbildung irgendwo gemacht und da war jemand anscheinend aus China dabei, wo auch infiziert war. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was heißt das jetzt alles? Ja. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat es bestätigt, dass im Landkreis Landsberg in Bayern Corona-infizierte Leute sind. Also, ja. Nee, zurück zum Thema. Aber was bedeutet das jetzt? Muss man sich jetzt verrückt machen? Ich sag mal so: Natürlich, jede Krankheit soll man ernst ne nehmen. Jede Krankheit, egal welche das es ist. Aber man sollte sich jetzt auch nicht verrückt machen. Ja? Also uns steht jetzt keine Apokalypse bevor, wie zum Beispiel in Stephen Kings The Stand. Andere gute Pandemie- oder Viren-Endzeit-Geschichten fallen mir jetzt nicht ein. Ich zähle jetzt diese ganzen Zombie-Quatsch-Sachen da mal nicht dazu. Nur ist es dann natürlich so, dass dieses Thema jetzt medial wieder ausgeschlachtet wird. Vor ein paar Jahren bei der Schweinegrippe hat die Bild-Zeitung ja zum Beispiel so getan, als müssten wir schon Hamsterkäufe machen und uns darauf einstellen, dass wir uns jetzt mit einer Schrotflinte bewaffnet irgendwie uns in einen Atomschutzbunker, ja, zurückziehen sollten.
Was mir aufgefallen ist, das war, glaube ich, bei der Schweinegrippe ganz stark. Da ist ein sehr großer Aufschrei in der Bevölkerung gekommen, sehr große Kritik, dass wie ein Impfstoff da war, wie es dann hieß, ja, zuerst Bundesbehörden, nicht Bundesbehörden, also Mitglieder von Bundesbehörden und Soldaten, also ja, Soldaten werden zuerst geimpft. Da hieß es schon mal, boah, was? Sind wir Menschen zweiter Klasse, bla bla bla. Naja, es ist so, dass wenn so eine Gefahr droht, sollte zumindest die Rechtsordnung aufrechterhalten werden. Also man sollte, es wäre schon wünschenswert, wenn unsere Polizei und unsere Bundeswehr gesund wäre, ne? Was auch nicht bedeutet, dass die Zivilbevölkerung nichts dann davon hat. Also, und es ist dann, wie alles vorbei war, wie es hieß, ach, so schlimm ist es doch nicht. Bla bla bla, wurde dann kritisiert, dass zu viel Impfstoff jetzt da wäre. Es wird Impfstoff in rauen Mengen hergestellt worden, der jetzt nicht mehr gebraucht wird. Riesige Geldverschwendung. Ja, der Staat hat wieder Geld verschwendet. Ich bin überzeugt, wenn jetzt die Schweinegrippe wirklich grassiert hätte und es wären wirklich Tausende infiziert worden, dann wäre wieder gejammert worden, warum macht die Regierung nichts, warum hat die Regierung keinen Impfstoff? Ja, also man kann es machen, wie man will. Man macht es nie recht. Ich bin der Meinung, wenn Wissenschaftler und Forscher etwas entscheiden und etwas machen, dann wird es auch seine Richtigkeit haben. Natürlich steht es jedem frei, das zu kritisieren oder auch aller Verschwörungstheorie jetzt herzukommen und zu sagen, ja, irgendwelche Konzerne oder Pharmakonzerne haben jetzt davon profitiert, ist klar. Profitieren tut immer irgendjemand von irgendetwas. Immer wenn im Herbst oder im Winter eine Grippewelle ausbricht oder so wie jetzt zurzeit bei uns hier in der Gegend eine Magen-Darm-Grippe ausbricht, dann profitiert irgendjemand davon. Apotheker profitieren, Ärzte profitieren. Aber Leute, es geht doch hier um die Gesundheit und jetzt nicht, wer jetzt profitiert und nicht profitiert. Naja, aber ich schweife ab. Zurück zum Coronavirus. Ich habe eigentlich schon alles jetzt dazu gesagt. Das Neueste ist jetzt, dass in Australien das Virus irgendwie nachgezüchtet wurde und jetzt anhand davon ein Impfstoff entwickelt wird. Interessant in Australien. Was wird in China gemacht, wo es eigentlich angeblich anscheinend herkommt und seinen Ursprung hat? Wie auch immer, ich bewahre Ruhe. Ich bin jetzt nicht irgendwie in Panik oder denke jetzt, oh je, oh je, ich muss jetzt Hamsterkäufe machen oder nächste Woche sterben wir alle. Das ist Quatsch, Leute. Das ist Quatsch. Ich sag mal so, wenn Mutter Natur uns ausselektiert, so wie damals die Dinosaurier, dann ist es eben so. Aber das Schlechteste ist, sich jetzt verrückt machen, zu machen. Seht, es kann immer irgendwie etwas passieren. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis zum Thema, es kann immer etwas passieren. Beta Geuss schwächelt, ja. Anscheinend wird er zur Supernova oder wurde vor 640 Jahren zur Supernova. Und auch das könnte das Ende von allem Leben sein, wenn uns ein Gammastrahlenblitz trifft. Aber das müsste schon ein Volltreffer sein. Aber dazu, wenn ihr wollt, in einem nächsten Video oder einem anderen Video mehr davon. Schreibt in die Kommentare, wollt ihr mehr über Beta Geuss wissen? Soll ich noch etwas über Coronavirus bringen oder über andere lustige Gesundheitsalternativen? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare vielleicht auch rein, soll ich mehr schimpfen oder soll ich mehr sachlich bleiben? Ist mir wurscht. Ich will nicht sagen, ich richte mich nach euch, aber wenn ihr ein bisschen mehr über etwas, über ein Thema wissen wollt, gerne immer her. Ja. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt neugierig und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.